Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde es sehr schön, hier zu sein. Ich war letztes Jahr auch in Essen als Teilnehmerin und das hat mir schon gut gefallen und deswegen war ich ganz geehrt, dass ich jetzt dieses Jahr als Inputgeberin angefragt wurde. Und mein Thema ist säkular von Gott sprechen. Also von, ja, ich zeige Ihnen kurz meinen Werdegang oder warum ich über dieses Thema gewählt habe, damit Sie verstehen, auch auf welchem Hintergrund meine Thesen zustande gekommen sind, die ja vielleicht auf einige ein bisschen steil gewirkt haben, sind ja im Vorfeld schon kontrovers diskutiert worden. Also mein Hintergrund ist, dass ich ursprünglich vorhatte, Pfarrerin zu werden. 1983 ein Theologiestudium angefangen in Frankfurt, das aber 2 Jahre später abgebrochen, weil mir in den 2 Jahren klar geworden war, dass ich nicht Pfarrerin werden will, weil mir, ich komme vom Dorf und mir war nicht so klar geworden, dass wenn man Pfarrerin wird, da auch noch eine Institution Kirche dahinter steht und man nicht nur so machen kann, was man will. Das war so meine Idee gewesen. Ich habe dann umgeschwenkt auf Journalistin, habe ein Volontariat gemacht beim Evangelischen Pressedienst in Hessen-Nassau, bin also kirchlich verbunden gewesen und habe dann Politikwissenschaft studiert, was ich dann auch abgeschlossen habe. Gearbeitet habe ich dann als Pressereferentin in der evangelischen Öffentlichkeitsarbeit in Frankfurt, bin also in Bezug auf kirchliche Kommunikation oder Glaubenskommunikation groß geworden im Zusammenhang mit Print. Medien. Bin dann auch zusätzlich als Journalistin tätig gewesen und habe also immer parallel zu meiner Arbeit in der Institution Kirche als Pressereferentin auch als Journalistin zu allen möglichen anderen Themen gearbeitet, bis ich dann im Jahr 2000 eben Chefredakteurin der Zeitung Evangelisches Frankfurt, jetzt Evangelisches Frankfurt und Offenbach geworden bin. Und das ist eigentlich meine Haupterfahrung. Das ist eine Zeitung, die ist etwas außergewöhnlich, weil sie gibt es, glaube ich, so in Deutschland nicht nochmal. Die wird seit Ende der 70er Jahre bereits einige Male im Jahr, früher 8-mal, inzwischen aufgrund von Sparrunden nur noch 5-mal, aber an alle Haushalte in Frankfurt und Offenbach verschickt, in denen eine evangelische Person wohnt. Wir haben noch eine Auflage von 120.000. Und das ist eben eine besondere Art der Kommunikation, die es so woanders nicht gibt. Da kommen wir sicher später noch drauf zu sprechen, was das bedeutet. Also das ist meine angestellte Arbeit sozusagen. Parallel dazu habe ich 2006 angefangen zu bloggen auf Antje Schrupp. Das ist ein feministischer, politischer Blog, der sieht so aus und beschäftigt sich eben überhaupt nicht mit, also nicht auf den ersten Blick erkennbar mit religiösen oder kirchlichen Themen, sondern es geht um Feminismus und Politik, wobei natürlich im Internet man nie inkognito unterwegs ist und die Leute natürlich im Laufe der Zeit rausbekommen haben, dass ich auch für die Kirche arbeite, was eben dann teilweise bei diesem Themenmix auch zu Irritationen schon geführt hat. Geht das denn zusammen? 2009 habe ich angefangen, auf Twitter und Facebook aktiv zu sein. Ich war da von diesen Möglichkeiten der sozialen Medien von Anfang an ziemlich begeistert und habe also diese Zeit mitbekommen, als diese sozialen Medien noch neu waren. Und das war eine gute Möglichkeit zur Kommunikation, weil man auf einmal mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen in Kontakt war, weil man sich eigentlich damals noch mit allen angefreundet hatte, die auch da schon sind. Also es war einfach noch so eine Minderheitenveranstaltung, dass man da interessante Netzwerke auch zu anderen Szenen, sage ich mal, knüpfen konnte. 2012 habe ich zusammen mit einem Mann, den ich auf Facebook, auf Twitter kennengelernt hatte, angefangen zu bloggen. Der Blog heißt Besondere Umstände und unser Thema ist eigentlich die Kommunikation zwischen Feminismus und Kommunismus, also wie Feminismus und klassische traditionelle männliche Linke miteinander auskommen können oder auch nicht. Und dann habe ich gemerkt, dass diese verschiedenen Rollen, also einerseits Redakteurin einer kirchlichen Zeitung zu sein und auch für die Institution Kirche zu arbeiten, andererseits aber als Feministin und politisch interessierte Person im Internet sichtbar zu sein, dass das dazu geführt hat, dass sich Communities
gebildet haben und ich irgendwann den Eindruck hatte, dass ich über dezidiert theologische, christliche Themen eigentlich nicht mehr auf meinem Hauptblog schreiben kann, weil das viele Leute da nicht interessiert. Also weil ich den Eindruck hatte, diese beiden Szenen passen nicht zusammen. Vielleicht ist das dann nachher auch nochmal Thema, wenn wir uns unterhalten. Ich habe deswegen alle religiösen und kirchlichen Themen sozusagen outgesourced und habe einen eigenen Gott und Co. Blog gegründet, sodass eben die Nutzer und Nutzerinnen sich aussuchen können, wollen sie auch meine missionarischen, religiösen Themen haben oder eben nur die politischen. Genau, und aufgrund dieser Präsenz im Netz als eine säkulare Journalistin, politische Aktivistin, die sich aber auch zu religiösen Themen äußert, hat es sich ergeben im Laufe der Zeit, dass ich eben hin und wieder auch angefragt werde, in säkularen Medien über religiöse Themen zu schreiben und dort sozusagen das, was Religion will oder was das Christentum will, einem dezidiert säkularen Publikum vorzustellen. Und hier ist zum Beispiel, das war auf Zeit Online, über Karfreitag, wo ich versucht habe, eben den Karfreitag als Idee auch den Leuten nahezubringen, die nicht sich als christlich verstehen. Das war der Auftrag. Und Sie sehen an der Zahl der Kommentare, 403 Kommentare, was das für eine Nachfrage oder für einen Bedarf an sowas gibt. Und das ist der Text, wo Sie, Herr Reimann, eben, oder du, wir sind ja im Du, Ralf, schon hingewiesen hattest vorhin, eben dieser Text Mutter Unser im Freitag, wo auch eben die Aufgabenstellung eben gewesen war, Diskussionen, also warum glaube ich als Feministin noch an Gott und das jetzt erklärt für ein säkulares und teilweise atheistisch-antikirchliches Publikum, wie die Leserinnenschaft eben des Freitag. So, das ist der Hintergrund, von dem aus ich diese Thesen entwickelt habe, diese fünf, die ich Ihnen vorstellen möchte, euch vorstellen möchte. Und vorab gesagt, beziehen diese Thesen sich auf Internetkommunikation und was sie vielleicht oder wahrscheinlich oder meiner Ansicht nach unterscheidet von Printkommunikation. Weil ich habe ja, wie gesagt, diesen Spagat, dass man in der Kirche hauptamtlicher journalistischer Job ist, Print zu machen für Evangelische in Frankfurt und Offenbach. Und ich aber sehe, wie unterschiedlich die Dynamik und der Ablauf der Kommunikation ist, wenn man im Internet kommuniziert. Und der hauptsächliche Unterschied ist, dass eben die Rolle der PfarrerInnen als von einer Institution beauftragte Personen der Verkündigung im Internet meiner Meinung nach zu vernachlässigen ist. Ich weiß nicht, ob gar nicht, ob das in allen Landeskirchen so ist. Bei uns in der EKN ist es eben so, dass PfarrerInnen bei der Ordination explizit mit der Verkündigung des Evangeliums beauftragt werden. Das hat mich von Anfang an gestört, immer wenn ich bei einer Ordination dabei war, weil ich finde mich als Nicht-Pfarrerin ganz genauso zur Verkündigung des Evangeliums beauftragt durch den Missionsbefehl aus der Bibel. Also ich sehe keinen. Also ich sehe auch theologisch, habe ich noch nie eingesehen, warum es da eben einen Unterschied geben sollte und warum bestimmte Leute spezieller damit beauftragt sein sollen. Und ich freue mich sozusagen ein bisschen darüber, dass es im Internet auch tatsächlich nicht mehr funktioniert. Natürlich können auch Pfarrpersonen im Internet verkündigen, aber ihr Pfarrerinnensein verschafft ihnen da keinen Autoritätsvorsprung mehr, würde ich sagen, im Vergleich zu anderen. Sie haben eher mit dem Problem zu tun, dass man ihnen halt leicht unterstellen kann, dass sie das ja alles nur sagen, weil sie das ja müssen als Pfarrerin. Sie sind ja eben beauftragt von der Institution mit der Verkündigung, wohingegen bei Nicht-Pfarrpersonen, wenn die Glaubenszeugnisse abgeben, dann machen die das offensichtlich, weil sie selber das wollen, weil niemand bezahlt sie ja dafür. Der zweite Punkt, die zweite These ist, kein Mensch braucht religiöse Wissensvermittlung. Mir ist aufgefallen, dass es viele Angebote gibt, theologischerseits, die religiöse Wissensvermittlung machen. Und wenn ich sage, kein Mensch braucht die, dann stimmt das natürlich nicht, weil es gibt eine Zielgruppe von Leuten, die das interessiert. Es gibt ja auch diesen schönen Podcast aus der Zeit-Redaktion von Johanna Haberer und ihrer Schwester, die
der Name mir gerade nicht einfällt, also Unter Pfarrerstöchtern heißt der, wo es ja auch um religiöse Wissensvermittlung letzten Endes geht. Sie erzählen die Bibel nach, ausgehend von ihren persönlichen. Solche Angebote kann man sicher haben. Warum finde ich aber diese These dennoch für das Internet wichtig? Medial verbreitet, also viral gehen, weitergeteilt werden, nur Inhalte, die Menschen, die sie weiterverteilen, als entweder sehr wichtig für sich finden oder als sehr ärgerlich, sodass sie sich sehr darüber aufregen, oder als sehr lustig. Und es gibt fast keine kirchlichen Internetangebote, die etwas davon sind. Also religiöse Wissensvermittlung wird nur von einer kleinen Minderheit der Menschen als sehr wichtig, sehr beängstigend oder sehr lustig empfunden. Und deswegen, glaube ich, scheitern so viele damit, Reichweite zu generieren, wenn sie versuchen, diese religiöse Wissensvermittlung auf ihren eigenen Plattformen zu machen. Da kommen wir nämlich auch dann schon zu der dritten meiner These, raus aus der Kirchenbubble, das wird nicht klappen. Ich weiß nicht, wie lange schon, ich glaube seit den 80er Jahren, ist in der evangelischen Publizistik, in der ich mich da bewege, immer wieder das Thema, wie erreichen wir die Kirchendistanzierten, wie erreichen wir die, die nicht sowieso schon zu uns gehören. Das ist also mindestens seit den 80er Jahren ein Dauerthema. Schon damals, als ich anfing, im Evangelischen Regionalverband Frankfurt zu arbeiten, gab es gerade eine Untersuchung zur Mitgliederkommunikation, bei der herauskam, dass Pfarrerinnen und Pfarrer 90% ihrer Zeit damit verbringen, mit 10% der Kirchenmitglieder zu kommunizieren und praktisch die 90% restlichen gar keine Ansprache von der Kirche bekommen. Die Zeitung, die wir machen und die eben ja an alle Haushalte verschickt wird, hat dezidiert den Auftrag, mit den kirchendistanzierten Kirchenmitgliedern zu kommunizieren, also nicht mit den der Kerngemeinde, die meiner Meinung nach inzwischen auch kleiner geworden ist als 10% der Mitglieder. Und das funktioniert bei der Print-Zeitung, die wir machen, relativ gut, weil die Leute ja mindestens sie aus dem Briefkasten holen und in den Mülleimer werfen müssen. Also es gibt den Zwang, sozusagen diese Zeitung zur Kenntnis zu nehmen, weil man sie physisch bekommt. Und wir haben auch Untersuchungen gemacht zur Leserakzeptanz, bei denen herausgekommen ist, dass die Akzeptanz oder die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit für diese Printzeitung in den letzten Jahren sogar gewachsen ist. Vermutlich deshalb, weil viele andere Zeitungen abbestellt wurden und weil die Konkurrenz in Printzeitungen nicht mehr so groß ist. Das heißt, wir sind oft die einzige Papierzeitung, die Leute dann überhaupt noch haben, und entsprechend würdigen sie uns mal ein oder zwei Blicke und blättern vielleicht mal durch. Und das ist viel. Im Internet funktioniert das nicht, weil im Internet die Leute nur das, also da gibt es nicht diese Bringstruktur, dass man den Leuten was hinbringt. Das ist Werbung und lästig, sondern im Internet wird nur das wahrgenommen, was die Leute sich aktiv holen selber. Und das macht kirchliche Angebote so hermetisch oft, weil es eben, man muss das Interesse schon haben, um die zu holen. Deswegen meine These, dass die einzige Möglichkeit ist, aus der Kirchenbubble rauszukommen, die ist, nicht auf eigenen Plattformen aktiv zu sein, sondern in die Netzwerke der anderen zu gehen. Was zumindest ist meine Erfahrung, dass das sehr gut klappt. Ich habe ja das ist praktisch zufällig gemacht, indem ich säkulare Themen geblockt habe, aber als Christin identifizierbar war, und das hat zu Nachfragen geführt. Aber weil die Leute, die zu mir sozusagen gekommen sind, die sind ja nicht gekommen, um mich als Christin kennenzulernen, sondern die sind gekommen, weil sie das, was ich zu anderen Themen zu sagen hatte, interessant fanden. Nur ein Beispiel aus den letzten Tagen. Das war ein Twitter-Thread vom 19. August, wo eine relativ gut vernetzte Person, Annika Brockschmidt, aka Ardent Historian, diese Frage gestellt hat an Atheistinnen, die früher christlich waren: Welche biblischen Geschichten haben euch am meisten verwundert, verstört, irritiert? Sie hat dann selbst schon einige Beispiele genannt von Bibelgeschichten, die sie sehr irritiert haben oder die sie problematisch findet. Das ist ein sehr kommentierter Thread gewesen mit über 200 Kommentaren zum Zeitpunkt, als ich den Screenshot gemacht habe. Und das wäre zum Beispiel eine gute Möglichkeit, wenn man
religiöse Wissensvermittlung oder Glaubenskommunikation machen wollte, dass man in solche Threads geht und dort dann mitdiskutiert und versucht zu erläutern, warum sind zum Beispiel biblische Geschichten so krass oder so, ne? Also all diese Sachen, die auf kirchlichen Seiten ja oft schon diskutiert werden oder erklärt werden, die müsste man dahin tragen, sozusagen. Meine vorletzte These lautet: mehr Mission. Schluss mit Kirchenwerbung. Das meine ich natürlich auch nicht so. Ich bin nicht wirklich der Meinung, dass man Schluss mit Kirchenwerbung machen sollte. Die Kirche ist eine weltliche Institution. Die muss Werbung machen, die muss professionelle PR machen. Aber worauf ich aufmerksam machen möchte, ist, dass Mission und Kirchenwerbung zwei völlig verschiedene Dinge sind und dass man nicht das eine mit dem anderen vermischen oder verwechseln darf. Mission bedeutet Verkündigung der guten Botschaft. Und die ist etwas, und da darf man nicht der Kirche als Institution verpflichtet sein. Und manchmal gibt es Synergieeffekte, manchmal widerspricht sich beides auch, wenn zum Beispiel die Institution Kirche etwas kommunizieren möchte zum Selbsterhalt, aber das Evangelium interessiert, damit hat das gar nichts zu tun, zum Beispiel. Daher mein Plädoyer, das sich selber zu überlegen und klar zu unterscheiden. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade Social Media Aktivitäten nicht in der Öffentlichkeitsarbeit angesiedelt sein sollten, sondern von der Öffentlichkeitsarbeit, also von der PR-Abteilung, unabhängig sein sollten, um eben diese Art der Kommunikation, die nicht der Institution verpflichtet ist, sondern dem Evangelium, besser betreiben zu können. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr fromm, aber das ist jetzt so die Kürze der Situation. Meine Frommheit wird auch gleich schon wieder aufgehoben durch meine letzte These. Ich bin der Meinung, dass wir auf das Wort Gott verzichten müssen. Nicht immer, nicht überall. Wenn wir Gottesdienste feiern, dürfen wir natürlich noch Gott sagen. Wenn wir auch spezielle Kommunikation innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft oder mit anderen ChristInnen machen, dann können wir natürlich über Gott sprechen. Sogar auch wenn wir mit Menschen aus anderen Religionen reden, für die das Wort Gott auch geläufig ist, spricht gar nichts dagegen, das Wort zu verwenden. Aber in einer säkularisierten Kultur wie die, in der wir leben, führt das Wort Gott zu sehr großen Missverständnissen, bei vielen Leuten auch auf Abwehr. Die Leute haben die abenteuerlichsten Assoziationen, wenn sie das Wort Gott hören. Und das gilt letzten Endes übertragen auch auf alle anderen, sagen wir mal, Spezialwörter, die wir haben, wie Seele, Abendmahl, Rechtfertigung und so weiter. Gesegnet. Ich finde immer so ein Beispiel, es gibt ja Geburtstagsgrüße auf Facebook. Und dann kann man immer erkennen, sozusagen, was für Leute das sind, die einem gratulieren. Die ganze Kirchenbubble sagt immer gesegneten Geburtstag. Und ich frage mich, was soll das gesegnet? Ich meine, ich weiß, es ist der Verweis auf Gott, aber was die Funktion ist von diesem gesegnet, das wirkt so, also wir kommen aus irgendwie einer anderen Welt. Wir sind nicht so normal. Normale Leute sagen herzlichen Glückwunsch oder alles Gute oder hab einen schönen Tag. Und die Kirchenbubble, also ich habe manchmal den Eindruck, dass dieses gesegnet eine ausschließende oder eine distanzsignalisierende Funktion hat. Und deswegen würde ich sagen, in der Kommunikation der Anliegen der guten Botschaft zu einem nicht selbst sich als religiös verstehenden Publikum müssen wir auf diese Spezialwörter und Spezialbegriffe verzichten und versuchen, das irgendwie anders zu vermitteln, weil die Leute es sonst nicht verstehen könnten. Ja, soweit. Mein Input hier, ich habe ja nochmal die drei Adressen, falls Sie das interessiert. Und ich bin gespannt auf die Debatte.